Was bringt Lisa an den Rand der Verzweiflung? Tja, also, man malt sich vieles aus, ne? Aber dass dann sowas passiert, ist halt, ist krass. Warum rastet Fabian völlig aus? So jemand, der so ein räudiges Verhalten an den Tag legt, natürlich gerne, sag ich mal, mit einem Sidekick den Kopf abhacken will. Und wer ist schließlich der, der wirklich als erster fremd geht? All diese Fragen wurden in der 7. Folge von Temptation Island 2019 beantwortet. Und diese Folge ist wirklich komplett eskaliert. Und deswegen wird sie von mir natürlich auch wieder kommentiert, parodiert und analysiert. Also mein Horny-Level ist, ja, schon groß. Zunächst begann alles wieder ganz harmlos. Mit einer letzten großen Überraschung von RTL für die Kandidaten kurz vor dem Finale. Einen Tag vor dem finalen Lagerfeuer gibt's noch einmal einen unvergesslichen Ausflug mit den Single-Girls. Und dieser Ausflug war dann wirklich wunderschön und unvergesslich, wie Salva hier für uns einmal sehr passend zusammenfasst. Wenn man wirklich hier den Sand in den Händen hat und das Wasser riecht, das ist einfach nur der Himmel auf Erden. Riecht Wasser nicht eigentlich immer höchstens nach Algen und Fisch? Naja, vielleicht hat Salva dafür ja einen besonderen Fetisch. Danach hält er dann jedenfalls noch eine inspirierende Rede und beweist nebenbei, dass er noch nicht mal den Namen des Formats richtig kennt. So Mädels, schaut euch um, das ist hier die geilste Zeit, die wir in unserem Leben haben werden und haben. Lasst uns den Tag, den Moment, jetzt, heute und jetzt genießen. Auf uns, auf Temptation Island! Ja, Temptation Island. Das ist dann wahrscheinlich die frostige Variante für den Winter. Aber natürlich gehen nicht nur die vergebenen Männer und die Single Ladies richtig ab, sondern auch die vergebenen Frauen mit ihren Typen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt heißt es nochmal Vollgas, auf die Kacke hauen, alles probieren, was geht. Trinken ohne Ende, würde ich mal sagen. Ja, und diese Party ging dann auch richtig ab, wie gerade Anthony hier nochmal sehr passend formulierte. Ich war echt fasziniert, dass das Boot nicht abgehoben ist von der ganzen Energie, die ich gespürt habe. Allerdings hatten leider nicht alle auf dem Schiff so viel Spaß. Lisa hatte zum Beispiel Probleme mit ihren Körperflüssigkeiten. Es war so warm und ich habe mega geschwitzt. Und Christina hatte eine sehr ungute Vorahnung, die sich dann auch definitiv bewahrheiten sollte. Also der Tag ist heute natürlich noch nicht zu Ende. Jetzt kommen die harten Sachen erstmal, wie das Bronze. Da werde ich jetzt schon langsam wieder nervös, weil es wird immer härter und es wird richtig krachen heute. Salva auf der anderen Seite machte sich darüber nun überhaupt keine Gedanken. Ich fühle mich wohl in der Situation, wenn man als Mann merkt, dass die Frauen seine Nähe suchen, ist natürlich eine schöne Sache. Aber Salva war nicht der einzige von den vergebenen Männern, der von den Single-Frauen noch nicht völlig aufgegeben worden war. Denn auch zum Beispiel bei Jannis machte sich Maria durchaus noch Hoffnung. Meine Taktik bei Jannis? Weiter auf freundschaftlicher Ebene, aber ich glaube, ihm wird es zu freundschaftlich. Er will jetzt schon so, er hat ja auch ein Ego und vielleicht greift ja er jetzt an. Bevor Maria oder Jannis dann aber richtig Gas geben konnten, hatte die Single Lady erstmal Probleme mit ihren Bällen. Warte, ich kann nicht mit so vielen Bällen umgehen, Mann. Dann war es aber auch schon soweit und das Lagerfeuer rückte unaufhörlich immer näher. Aber sag mal, Roboter Robin, wie geht es dir denn so damit? Und funktioniert dein Gefühlschip jetzt eigentlich endlich? Auch vor dem 4. Lagerfeuer bin ich aufgeregt und gespannt, was ich zu sehen bekomme. Diese Nervosität empfand dann völlig zu Recht auch Jannis, der sich ja gestern noch ein Partner-Tattoo hatte stechen lassen, was seiner Freundin bestimmt nicht gefallen wird. Sie wird es nicht toll finden. Es wird natürlich ein kleiner Schockmoment für Lisa. Und sogar Salva machte sich Gedanken. Beziehungsweise ein paar Murmeln sind in seinem Schädel herumgerollt. Ja, das Schlimmste, was mir heute passieren kann, ist natürlich, wenn das Dina die Nähe und die Wärme oder den Körperkontakt zu James sucht. Oder wenn ein Kuss fällt oder so, das könnte ich jetzt so gar nicht verstehen, warum sie dich dann nicht mehr zurückhalten kann, ne? Ah, du könntest das also gar nicht verstehen, wenn deine Freundin noch jemanden küssen sollte? Den Kommentar sollten wir uns vielleicht lieber merken. Dann gab es aber auch schon die Videos zu sehen und als ersten traf es Jannis. Und achtet dabei bitte mal auf seinen sehr, sehr coolen Gesichtsausdruck. Du machst das sehr gut. Selbstverständlich, du bist die Prinzessin. Ja. Das Wichtigste ist halt immer einen Magic Moment zu erwischen. Allerdings reagierte er dann darauf wie üblich doch relativ reflektiert und vor allem auch ausnahmsweise mal angenehm selbstkritisch. Auch sie wird vermutlich heute ein Video von mir sehen, womit sie absolut nicht rechnen wird. Von daher steht es mir echt nicht zu, da irgendwie verurteilend zu sein. Und überhaupt schien Jannis sich irgendwie gar nicht mehr so ganz sicher zu sein, ob das mit dem Tattoo jetzt eine wirklich gute Idee gewesen war. Wir verlieren alle langsam den Verstand. Ich lasse mich nach 8 Tagen tätowieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es wirklich so krass ausartet. Auch in der Mädelsvilla ging es währenddessen dann langsam Richtung Lagerfeuer. Und natürlich war besonders eine Frau wieder sehr, sehr nervös. Meine Aufregung ist echt katastrophal, das ist jedes Mal aber. Aber auch zum Beispiel Lisa war durchaus aufgeregt und machte nochmal ganz, ganz deutlich, wo bei ihr die rote Linie liegt. Also was für mich halt gar nicht ginge,
wäre, wenn er zu irgendeiner sagen würde, er könnte sich eine Beziehung mit der Person vorstellen. Das aber gut, Lisa, dann sag doch mal, womit rechnest du denn in deinem Video und was sind so deine Hoffnungen? Ich habe ja das letzte Mal gesehen, dass er es gut genießen kann und ich hoffe halt, dass es dabei auch bleibt. Ja, und dann bekam Lisa natürlich schließlich auch ihr Video und nahm das mit dem Tattoo am Anfang noch gar nicht so ernst. Was machen wir? Ja, super. Nein, ich mache kein Tattoo. Als sie dann aber realisierte, dass Janis sich wirklich hat ein Tattoo stechen lassen, wurde ihr Gesichtsausdruck etwas anders. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Ich habe gemerkt, dass die Patricia ihn wirklich auch sehr gerne mag. Ja gut, Lisa, dann sag doch jetzt mal, wie fühlt sich denn das an, wenn dein Freund, ohne das mit dir abzusprechen, plötzlich ein Partner-Tattoo mit zwei heißen Single-Frauen macht, die er erst seit anderthalb Wochen kennt? Das war heftig. Also das ist heftig. Also das schockt mich. Das schockt mich. Klar schockt mich das. Also. Und dann meldete sich plötzlich auch noch Christina zu Wort, für die so etwas offensichtlich ein absolutes No-Go wäre und bei dem sie absolut verlangen würde, dass ihr Freund das dann wieder weglasern lässt. Würdest du machen, Christina? Sonst ciao. Ich mach keine Witze. Auf den Kommentar hatte Lisa dann offensichtlich aber so gar keinen Bock. Und plötzlich gab es sogar ein bisschen Stunk innerhalb der Mädelsgruppe. Ja gut, aber du musst ja auch keine Gedanken drum machen, weil dein Freund hat's nicht gemacht. Aber Lisa, dann vergessen wir doch Christina jetzt einfach mal für einen Moment. Was würdest du denn jetzt gerne mit deinem Freund machen? Ich würde auch gerade so gern ihn so. Ja? Weiß ich gerade nicht, was ich gern mit ihm machen würde. Wenn du jetzt aber denken solltest, das wäre schon irgendwie krass gewesen. Nein, ab jetzt ging es wirklich Schlag auf Schlag. Der nächste, der ein Video bekam, war nämlich Fabian. Und als der damit ansehen musste, wie seine Freundin heiß mit ihrem Ex flirtet, und das machte ihn scheinbar richtig wütend. Was soll diese Scheiße? Ich verstehe es wirklich nicht. Und dabei blieb es dann nicht etwa, sondern er entwickelte einen richtigen Hass auf Alex. So jemand, der so ein räudiges Verhalten an den Tag legt, natürlich gerne, sag ich mal, mit einem Sidekick den Kopf abhacken will. Aber während sich Fabian dann immer mehr auf Alex einschoss, stellte die Moderatorin dann eine Frage, die auch mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen war. Ein Niveau, das würde ich niemals machen und ich wette auch mit dir. Es gehören aber trotzdem zwei dazu, weil du jetzt nur auf Alex eingehst. Davon ließ sich Fabian aber irgendwie gar nicht aus dem Konzept bringen. Und ich glaube wirklich, wenn er und Alex sich zu dem Zeitpunkt gesehen hätten, dann hätte es mindestens eine Schlägerei gegeben. Natürlich ist es so, dass man gerade in so einer Situation so jemandem am liebsten in die F*** hauen will. Ja? Und ich hoffe, dass ich dazu die Gelegenheit bekomme. Dann bekam aber erstmal Fabians Freundin Sjania ihr Video. Und darin musste sie dann Aussagen sehen, die bestätigten, dass Fabian ihr offensichtlich nicht mehr zu 100% vertraut. Etwas, mit dem Sjania offensichtlich schwer umgehen konnte. Obwohl ihr das ja eigentlich schon hätte klar sein müssen. Es ist hart, so etwas zu hören. Ich kann das aber vollkommen nachvollziehen, warum er sich so fühlt. Ja, Sjania, ich kann deine Aussage zwar irgendwie nachvollziehen, aber wieso hast du dich denn so verhalten? Und was wünschst du dir jetzt eigentlich? Ich will, dass wir endlich wieder gemeinsam nach Hause fahren. Ja, warum genau habt ihr denn nochmal bei der Sendung mitgemacht? Dann war schließlich auch schon Salvatore an der Reihe, über den die Moderatorin erstmal einen wirklich komischen Satz sagte. Salvatore, du hast dich in der Villa extremst weiterentwickelt und du sagst... Weiterentwickelt? Worin denn? Im Fremdgehen? Und dann bekam Salva schließlich endlich sein Video. Abends ist sie frei durch den Alkohol und geht auf die Person, die sie wirklich mag. Und das bist schließlich du. Und das fand Salva jetzt offensichtlich nicht so cool. Er fand aber erstmal irgendwelche komischen Ausreden dafür. Wenn er meine Freundin da auf Drogen versetzt, ist also das wir normal. Haben hier keine Drogen in den Villen. Alkohol nicht, dass ist eine legale Droge. Ja, aber und, der macht da jetzt keine irgendwelche Kampfmischungen oder sowas. Ja, aber Salvas Aussagen wurden danach nicht etwa besser, sondern immer schlimmer. Und achtet hier mal auf den Gesichtsausdruck der Moderatorin. Ob sie steht dann wieder parat, wenn sie dich sieht und... Dann wird dir wieder klar, wer der Herr Maus ist. Und dann wurde es richtig unangenehm, denn Christina war an der Reihe und die musste sogar schon vor ihrem Video weinen. Es ist einfach nur diese Aufregung. Und das wurde dann verständlicherweise auch noch viel schlimmer, als sie das hier mit ansehen musste. Hat er gemeint, wenn das keiner hören würde, würde er mit allen was anfangen. Wenn das alles aus wäre und seine Freundin das nicht mitbekommen würde, ja, dann wäre hier rangehen, richtig ja. Wild, ja. Und Christina fand dann dafür zwar durchaus die richtigen Worte, hat mir aber wirklich leid getan. Das ist echt scheiße. Aber RTL wäre natürlich nicht RTL, wenn sie da nicht noch eine deutliche Schippe draufgelegt hätten. Christina, es tut mir jetzt total leid, aber ich habe noch ein Video für dich. Und das Video hat es dann wirklich in sich, denn schließlich war das letztlich Salvatores Ankündigung, fremd zu gehen. Soll ich spucken oder soll ich spucken?
Ich finde Grauzonen, Jungs. Glaub mir. Ich werde Grauzonen finden. Wenn ich schloss, dann versteht ihr mich jetzt. Und dann hat Christina verständlicherweise völlig die Nerven verloren und hat sich erstmal selbst in einen Heulkrampf geredet. Leute, ich will gehen. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier weg. Ich krieg keine Luft gerade. Ich habe richtig Hass gegen sie gerade. Ich könnte ihn ins Gesicht spucken. Aber Christina, du sag doch mal, ist denn jetzt nicht wirklich langsam die Zeit, dass du endlich mit ihm Schluss machen solltest? Aber es wird irgendwann mal Zeit, dass ich gehe. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch ein Herz. Und an dieser Stelle würde mich mal wieder deine Meinung interessieren. Denn wann sollte man in einer Beziehung deiner Meinung nach einen Schlussstrich ziehen? Schon wenn der Partner anderen hinterher guckt? Oder beim Fremdflirten? Oder etwa erst, wenn es körperlich zur Sache geht? Schreib's mir doch am besten einfach in die Kommentare. Ich versuche wie üblich auf alles zu antworten und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Dann war das Lagerfeuer aber schließlich vorbei. Das Krasseste in dieser Folge kommt aber erst noch, also unbedingt dranbleiben. Und als erstes kehrten die vergebenen Männer zurück. Und Alter, hatte Fabian eine Laune. Fabian? So, alles gut? Alles gut bei dir? Was ist denn los dann? Ja, natürlich gab es einen Grund. Und den formulierte Fabian den ganzen Abend lang immer wieder als gleiche Frage. Warum hat sie das gemacht? Gibt es einen Grund, mich anzulügen? Wenn es einen Grund gibt, dann sag es mir. Und auch die vergebenen Frauen kehrten natürlich kurz darauf zurück zu ihrer Villa. Und nachdem sich dann im Windeseile herumgesprochen hatte, was Christina da hat mit ansehen müssen, fasste James noch einmal sehr gut das zusammen, was wir wahrscheinlich alle gerade denken. Salvatore ist auf jeden Fall ein riesengroßer Arschloch. Aber sag mal du, Christina, wie fühlst denn du dich jetzt, wo du das hast immerhin schon mal ein oder zwei Stunden sacken lassen können? Ich bin sauer, ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Ich könnte ihn in die Fresse hauen. In der Männervilla waren denn in der Zwischenzeit eigentlich alle schlafen gegangen. Außer Salvatore und seine zwei Favoritinnen. Ja, das ist der letzte Abend. Ja, wir sehen uns alle nicht mehr. Ja, genau. Wir sehen uns. Scheiß auf alles, Mann. Moment mal, scheiß auf alles? Aber ich meine, Salva, du wirst doch jetzt nicht noch am letzten Abend. Und doch, er wird. Und dazu suchte sich Salva dann wirklich einen dieser toten Winkel und... Ach, hört einfach selbst. Aber legt Salva in der Nacht wirklich noch einen drauf? Und hat Christina mit dieser krassen Aussage hier recht? Wie kannst du dich auf so welche einlassen? All das und noch viel mehr gibt es dann im großen Finale von Temptation Island 2019. Natürlich nächsten Montag hier auf meinem Kanal oder Samstagnacht auf RTL oder TV Now. Gut, dann sind wir auch schon wieder fast am Ende des Videos angekommen. Aber natürlich gibt es auch heute wieder noch einen lustigen Amazon-Artikel. Das ist diesmal diese stylische Gameboy-Tasse hier, die durch einen Thermoeffekt nicht nur ihr Aussehen ändert, sondern auch noch cool kombinierbar mit diesen NES-Spiel-Untersetzern hier ist. Findest du wie immer im ersten Link unten in der Videobeschreibung. Und ganz egal, was du über diesen Link kaufst, das müssen jetzt also zum Beispiel auch nicht diese Tasse oder die Untersetzer sein, dann bekomme ich immer einen kleinen Teil des Umsatzes, ohne dass für dich irgendwelche Mehrkosten entstehen. So, heute findest du da oben wie immer ein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Da unten ist aber ausnahmsweise mal nicht die Playlist mit allen Temptation Island-Videos, sondern noch mal ein Hinweis auf das Interview, das ich neulich mit Temptation Island-Darsteller James geführt habe und bei dem man noch einiges weiteres über das Format erfährt. Unter anderem zum Beispiel, was denn nun wirklich fake und was real ist. Oh, und das da ist natürlich noch mein Abo-Button. Tschüss!